Willkommen in der Kläranlage Schiltach. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vega-Talk Radar ist das bessere Ultraschall. Prozess- und Umgebungseinflüsse wie Wind, Regen oder Hitze können den Messwert beeinflussen. Heute schauen wir uns genauer an, welche Auswirkungen Sonneneinstrahlung auf das Messergebnis haben. Dazu haben wir unseren Radarexperten Jürgen eingeladen. Jürgen, schön, dass du heute mit uns da bist. Natürlich, mache ich gerne. Schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Die Anwendung kenne ich. Eine klassische Höhestandsmessung vor einem Venturi-Gerinne. Und die Sensoren können darüber den Durchfluss ermitteln. Genau, wir haben hier den Zulauf der Kläranlage. Der Durchfluss schwankt zwischen 10 und 30 Liter pro Sekunde im Moment. Und hier schauen wir uns mal an, wie die Anwendung aussieht. Welche Auswirkungen hat jetzt die Hitze auf das Ganze? Die Laufzeit der Schallwellen von dem Ultraschallsensor ist abhängig von der Temperatur. Dadurch ändert sich die Genauigkeit des Sensors sehr stark mit unterschiedlichen Temperaturen. Um das zu simulieren, nehmen wir einfach mal einen Föhn und erwärmen die Luft unter diesem Schallwandler. Dadurch, dass sich die Temperatur in der Luft hier ändert, ändert sich der Messwert und es entsteht ein großer Messfehler. Bei Radarsensoren sind die Mikrowellen unabhängig von der Temperatur, deswegen haben wir keinen zusätzlichen Messfehler. Hier sieht man, dass der Messwert sehr stark schwankt. Bei Sonneneinstrahlung habe ich eine hohe Temperatur am Schallwandler, dadurch wird es falsch kompensiert und dadurch muss ich einen Sonnenschutz verwenden. Das heißt, ich habe einen großen Aufwand bei Ultraschallsensoren, um eine vernünftige Genauigkeit hinzubekommen. Alles klar. Vielen Dank, Jürgen. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich das Ganze bei Anhaftungen und Überflutung verhält, schaltet einfach wieder ein.